So, in diesem Abschnitt soll es um Funktionen gehen. Und Funktionen sind Spezialfälle von Relationen. Ja, und daher geht es in diesem Video erstmal zunächst um die Definition von Relationen. Aber ich möchte erstmal dann, bevor ich mir die Relation genauer angucke, motivieren, wozu Funktionen eigentlich wichtig sind und wo sie in unserem Alltag auftauchen. Eigentlich tauchen sie überall auf und ständig, ne? Also wenn wir zum Beispiel uns Menschen haben, ja, da gibt es eine Zuordnung. Zu jedem Menschen gibt es eine Blutgruppe. Diese Zuordnung ist natürlich relativ wichtig, insbesondere dann, wenn man ins Krankenhaus muss. Ja, dass man weiß, welche Blutgruppe man hat oder dass man das schnell rausbekommt, welche Blutgruppe denn ein Mensch hat. Ja, und das ist also eine Funktion. Und die Eigenschaft ist, dass jeder Mensch genau eine Blutgruppe besitzt, ja, also dass diese Zuordnung eindeutig ist, ne? Dass also ein Mensch zwei Blutgruppen hat, passiert natürlich nicht. So, und es gibt aber noch andere Zuordnungen, zum Beispiel mit jedem Tag, also wenn wir die Menge aller Tage haben, dann gibt es eine Zuordnung zu insgesamt 7 Varianten, und zwar Montag bis Sonntag. Ja, also jeder Tag bekommt einen Wochentag zugewiesen. Ja, Sie alle wissen, wie das so funktioniert, aber das ist ja irgendwann mal festgelegt worden, oder hat sich so entwickelt. Und im Endeffekt weiß man eben halt, habe ich einen bestimmten Tag, gibt es dazu einen Wochentag, und dann weiß man eben halt, ob man Wochenende hat oder nicht. Ja, oder so Dinge wie ein Tachometer, was macht ein Tachometer? Das guckt sich halt einen Zeitpunkt an und sagt, okay, zu diesem Zeitpunkt gibt es eine gewisse Geschwindigkeit. Ja, das heißt, das sind immer so Zuordnungen oder Funktionen, die wir im Alltag haben, die wir ständig brauchen. Und Relationen ist eine Verallgemeinerung davon. Ja? Also jede Funktion ist auch eine Relation. Und jetzt fragen wir uns mal nicht, was ist eigentlich eine Relation? Also für eine Relation, da gilt einfach, eine Relation ist eine Teilmenge. Von A Kreuz B. A Kreuz B ist einfach diese Menge, das ist das Kreuzprodukt. Also ich habe irgendwelche Mengen A und B. Ja? Und A Kreuz B ist dann also das Kreuzprodukt, das heißt die Menge aller Paare. Ja? Also A, B, für die gilt, A ist aus A groß A und klein b ist aus groß B. So, und eine Relation R ist dann einfach eine Teilmenge davon. Ja, und das ist schon die ganze Show. Ja, also das ist die ganze Definition einer Relation. Eine Relation ist eine Teilmenge von einer Menge A Kreuz B. So, und da kann man sich natürlich überlegen, ja, haben wir da Beispiele für? Natürlich habe ich da Beispiele für. Ja, ich habe also mal dieses Beispiel. Und da habe ich also folgende Menge. Ja, ich habe also eine Menge A, das sehen wir hier unten. Die besteht aus diesen Objekten C, D, E und F. Und ich habe eine Menge B. Das ist diese Menge hier, die besteht aus den Objekten P, Q, R und S. So, und diese Relation, die hier dargestellt ist, R, hat insgesamt 4 Elemente. Das ist also eine Teilmenge von A Kreuz B. Und da sind also jetzt so Paare, wo ich das erste Element aus C, also aus der Menge A nehme und das zweite Element aus der Menge B. Also wenn ich mir das hier so angucke, ist offensichtlich C, R ein Element und ich habe C, S. Ich habe außerdem noch E, Q und dann habe ich noch F, S. So, das ist eine Relation, die ist Teilmenge von A Kreuz B. Fertig. Ja, das ist also hier links sehen Sie also so eine Darstellung, wie man so eine Relation darstellen kann. Ja, ich habe hier einfach so Verknüpfungspunkte eingebaut. Der andere gängige Darstellung von solchen Relationen ist so eine Pfeildarstellung. Ja, das heißt, ich habe hier die Menge A und dort hier habe ich die Menge B und überall, wenn so eine Relation zwischen zwei Elementen besteht, zwischen also F und S, dann ist da ein Pfeil von F nach S. Ja? Und Sie sehen, zum Beispiel dieses R wird einmal getroffen, das S wird gleich zweimal getroffen, das Q wird einmal getroffen, das arme P wird gar nicht getroffen. Und für C habe ich zwei Pfeile, die ausgehen, für E habe ich einen Pfeil und für das arme D habe ich gar keinen Pfeil. Ja? Das ist bei der Relation völlig okay, darf man so machen, es tut nicht weh. Ja? Also die Relation findet das okay, von der Definition her.
Ja, es gibt natürlich auch noch viel kompliziertere Funktionen oder Quatsch, Relationen. Ich habe mal eine andere mitgebracht. Ja, die sieht so aus. Dann werden Sie sagen, hoppla, was ist das denn? Das ist natürlich ein Donut. Ja, und diese Donut-Relation, wenn wir die mal versuchen aufzuschreiben, sieht so aus. Ja, Sie sehen, also Relationen können auch ganz anders aussehen. Das ist die Menge aller Paare XY, ja, aus R kreuz R. Das sieht man ja, dass das irgendwie R kreuz R ist. Jedenfalls denke ich, dass man das sieht. Ja, und jetzt brauche ich hier diese Eigenschaft, die bestimmt, wann denn ich denn jetzt hier einen Punkt male. Also wann also ein Punkt, wann ein Punkt der Ebene jetzt zu dieser Relation gehört oder nicht. Und das ist ganz einfach folgendes. 1 ist kleiner gleich Wurzel von x minus 2 in Klammern zum Quadrat plus x minus 2 in Klammern zum Quadrat. Davon bitte schon die Wurzel, kleiner gleich 2. So, jetzt ist mal die Frage, was ist das für eine komplizierte Formel? Na, die Idee ist einfach, das hier ist der Punkt 2, 2. Ja, und dieser Wurzelausdruck macht nichts anderes als den Abstand zu messen von diesem Mittelpunkt 2, 2 zu einem anderen Punkt. Ja, wenn ich also diesen Punkt habe, dann sagt dieser Wurzelausdruck dann hier, okay, das ist der Abstand zum Punkt 2, 2. Ja, und wenn dieser Abstand eben halt zwischen 1 und 2 ist, so ich mir das hier gewünscht habe, wenn er also zwischen 1 und 2 ist, dann ist dieser Punkt in dieser Relation Donut und wenn nicht, dann ist sie halt nicht, dann ist der Punkt nicht da drin. Und so haben wir plötzlich einen Donut als Relation. Ja? Also auch das geht. Ja, Sie sehen also, Relationen sind quasi, naja, sehr flexibel in der Art und Weise, wie sie aussehen können. Ja, da gibt es quasi gar keine Einschränkung. Klar, weil im Prinzip ist ja eine Relation nichts anderes als eine Teilmenge von, jetzt bei R kreuz R, von der Ebene. Die kann also, da kann man also quasi jedes Bild nehmen und sagen, dieses Bild ist eine Relation. Stimmt. Ja, eine sehr spezielle Relation, die Sie alle sehr häufig schon mal benutzt haben, wovon ich auch so schwer ausgehe, dass Sie das getan haben, ist die Relation echt kleiner. Ja, also diese echt kleiner Relation ist Ihnen allen gut bekannt, also wie Sie schreiben nämlich alle a kleiner b. Ja, wissen Sie alle genau, was gemeint ist. Ja, aber Prinzip ist dieses echt kleiner einfach eine Teilmenge von R kreuz R. Ja, ist also eine Teilmenge von R kreuz R und ist eine Relation. Und wie ist dieses echt kleiner definiert? Ja, das ist wie folgt: echt kleiner ist folgende Menge. Das ist natürlich die Menge aller a Komma b. Ja, aus R kreuz R. Und da muss jetzt was gelten. Und das, was gelten muss, ist, naja, jetzt ist man versucht hinzuschreiben, ja, A muss kleiner B sein. Ja, aber man kann natürlich keine Relation mit sich selbst sozusagen als Basis aus sich selber heraus definieren. Wir müssen also irgendwie einen Trick finden, diese echt kleine Eigenschaft auszudrücken. Und der Trick, den man anwenden kann, ist folgender. Also man sagt einfach, es gibt eine Zahl x aus R, so dass a plus x Quadrat echt, Entschuldigung, nicht echt kleiner, das darf ich ja gerade nicht, genau b ist. So, das ist mein Trick, wie ich also diese echt kleine Relation definiert bekomme. Ja? Ich sage, okay, a und b sind in dieser echt kleiner Relation, sprich a ist echt kleiner b, wenn ich irgend so ein x Quadrat finde, so dass a plus x Quadrat genau b ist. Ja, wir wissen alle, so solche x-Quadrate sind alle von da sind ja alle größer gleich 0. Ja, das ist also mein Trick, mit dem ich das hier definiere. Ja, und wenn Sie sagen, Moment mal, aber es ist doch echt kleiner, stimmt, ja, dann muss ich natürlich sagen, an x ungleich 0. Ja, also R ohne 0. Und dann stimmt es. Ja. So, das heißt, das x darf ruhig negativ sein, oder das Einzige, was ich eben halt fordere, ist, darf nicht 0 sein. So, und dann habe ich also mal echt kleiner definiert. Ja, und wenn man das dann jetzt wieder malen möchte, dieses echt kleiner in der Ebene, ja, da muss man ja sich überlegen, ja, welche Punkte sind jetzt da drin? Ich habe hier schon mal was vorbereitet, das ist also die Ebene, und hier die erste Hauptdiagonale habe ich reingemalt, und die Punkte, die zu dieser echt kleiner Relation gehören, da muss man sich einfach nur überlegen, wenn man hier mal den Punkt A hat, ja, welche Punkte sind jetzt in dieser echt kleiner Relation? Das sind ja alle Punkte, wo der b-Wert, also sprich die zweite Koordinate, echt größer ist als dieser a-Wert. Die erste Hauptdiagonale habe ich hier rot eingemalt, also ist also diese Menge, diese
diese Relation, diese echt kleine Relation, also diese Menge, die oberhalb der ersten Hauptdiagonale ist. Jetzt könnte ich das Bild hier voll machen. Sie wissen, wie das jetzt hier gemeint ist. Ja? Also das ist also diese Menge, die oberhalb der ersten Hauptdiagonale zu finden ist. Das ist die Relation echt kleiner. Ja, und wenn Sie mal in gute Bücher gucken und alte Bücher gucken, von Mathebücher, werden Sie sehen, dass man auch immer dazu schreibt, dass das eine Relation ist. Ja, und jetzt haben wir das in dem Sinne auch in den Griff gekriegt. Gut, toll, jetzt wissen wir, was eine Relation ist. Und im nächsten Video erkläre ich dann, was dann eine Funktion ist, was also eine Funktion dann eben halt auszeichnet, um eine Funktion zu sein und nicht nur Relation. Ja, weil Sie haben natürlich alle eine gewisse Intuition, was eine Funktion ist. Und wenn Sie sagen, also wenn ich mich jetzt echt klein angucke, das ist keine Funktion. Oder wenn ich mir den Donut angucke, dann ist das auch keine Funktion. Und selbst das, wenn Sie sich das angucken, hier, dieses hier, würden Sie sagen, warte mal, das ist auch keine Funktion. Ja? Und das handhaben wir aber im nächsten Video.